Hallo liebe Camper, so nun ist es endlich soweit, jetzt steht er hier, der neue Tournee, ich laufe mal mit euch rum, der 6.4 haben wir jetzt neu hier bei uns in Dinkelsbühl geliefert bekommen und ich muss ihn euch natürlich gleich als erstes mitteilen, bevor er gleich in die Halle kommt, da machen wir aber nur eine ausgiebige Roomtour. Ich mache jetzt nur hier mal eine kurze. Bloß er wird jetzt nur sauber gemacht, er wird nur richtig gebienert und dann kommt er rein in die Ausstellung. Und ihr seht jetzt hier schon das erste Detail, was anders ist. Das ist das Seitenfenster, weil wir jetzt hier im Schlafbereich hinten, weil wir ja Längsbetten haben, ein schönes Seitenfenster drin haben. Und jetzt schließen wir das Ganze mal auf und fangen von hinten mal an. Wie gesagt, er ist ganz frisch und somit natürlich noch nicht fertig dekoriert und eingeräumt, aber ich wollte ihn euch einfach sofort ganz frisch zeigen, wie das hier ankommt und wie der hier ausschaut. Also ihr seht schon mal, hier haben wir etwas mehr Schrankfläche zur Verfügung, ist alles ein bisschen großzügiger, klar, weil wir natürlich Längsbetten haben, die natürlich jetzt wesentlich großflächiger sind. Auch auf der Seite haben wir natürlich wesentlich mehr Platz und Stauraum zur Verfügung, das ist schon mal ganz geschickt. Dann haben wir das berühmte Licht hier, das sitzt ja beim 6 Meter hier in der Mitte. Dafür haben wir hier nochmal auch eine Leseleuchte und natürlich hier auf der anderen Seite eine Leseleuchte. Und die Lautsprecher sind natürlich hier vorne links und rechts, weil wir schlafen natürlich längs. Somit haben wir hier jeweils am Kopfteil oben Schalter und hier die Schalter, genau. Geschickt ist auch, wie gesagt, das Fenster jetzt als Längsbettenvariante, also richtig toll. Und wenn wir im unteren Teil schauen, da haben wir natürlich auch einen tieferen Stauraum. Und wie gesagt, ist alles nagelneu. Ihr seht, ist alles noch original verpackt, was alles dabei ist. Aber wir haben dann hier nochmal ein richtig schönes, tiefes Regal. Ihr seht, wo man richtig schön einräumen kann, von unten nach oben, richtig viel Stauraum. Und hier auf der anderen Seite auch, da ist es nicht ganz so tief wie auf der anderen Seite. Aber auch hier haben wir ein schönes Regal, wo wir noch etliches unterbringen können. Dann haben wir hier vorne natürlich das bekannte Schott, wo man einfach nach, von uns aus gesehen jetzt nach links schiebt, um dass man durchladen und durchgreifen kann. Und das haben wir natürlich. Dann haben wir hier unten natürlich auch noch einen Heizungsausströmer. Und hier haben wir natürlich, wie gewohnt, noch unseren Gaskasten. Da hat sich nicht viel verändert. Das bleibt ja gleich. Was sich auch nicht verändert hat, was ich mega toll finde, dass man natürlich jetzt das Längsbett auch hier komplett nach oben klappen kann. Hoch, da oben sind die drei Gottklipse. Da klipst man das Ganze ein. Und dann kann man so richtig schön durchladen, weil dann natürlich hier die ganze Polstermarie nach oben geht, geteilt natürlich, muss man nicht auf einmal machen, sind drei Teile, weil sonst wird es auch zu schwer zum Hochklappen. Matratzen sind natürlich da, hier haben wir die Matratzen für den vorderen Bereich, wo man reinlegen kann, weil wir ja vorne auch das Bett bewerkstelligen können. Auch das geht nach wie vor, also richtig tolle Sache. Jo, dann schauen wir mal nach vorne, weil da hat sich auch ein paar Kleinigkeiten geändert. Ihr seht, da ist auch nur die Folie überall dran an den Fenstern. Was hat sich hier verändert? Eigentlich gar nicht so viel, aber man sieht schon, dass hier ein bisschen kleiner geworden ist, weil natürlich durch das Längsbetten sind alle Sachen ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Das heißt, wir haben jetzt von den Schubkästen hier zwei Stück, keine drei Stück. Das hat sich ein bisschen verändert, was ich persönlich aber gar nicht schlimm finde. Ganz im Gegenteil, hat ein bisschen an Charme. Und hier die Küche, hat sich das Kochfeld ein bisschen verändert. Hier haben wir jetzt ein Miteinander, also ein zusammenhängendes Kochfeld und Waschbecken, was auch schick ist, weil wenn wir hier schön putzen, kann man alles schön gleich ins Waschbecken reinputzen. Da haben wir hier die Griffe dementsprechend. Finde ich auch toll. Also das passt vollkommen, das ist okay und hat schön genügend Platz. Dann kann man natürlich, wie auch vorher schon gewohnt, hier wieder die
Flächen verlängern, damit die Küche richtig schön Platz bietet. Auch das geht. Dann haben wir natürlich hier nach wie vor wieder unsere tollen Innenschubkästen. Auch das ist alles relativ gleich geblieben. Was noch dazu kommt, ist hier auf der Seite haben wir ein Auszugsregal für Flaschen und so weiter. Das ist neu dazugekommen im Längsbettbereich. Und unten haben wir dann, wenn wir das mal ausziehen, eine Drittstufe, wo man dann auch hier besser reinsteigen kann ins Bett. Also auch das ist richtig schick. Das kann man richtig ausziehen und hat gleichzeitig noch dementsprechend Stauraum. Auch das ist richtig schön gemacht. Also da tut man sich ja leichter zum Hoch- und Runtersteigen. Und finde ich eine ganz tolle Geschichte. Schiebt man wieder rein und schon ist es wieder weg. Also die Stauräume sind neu dazugekommen, weil vorher war ja das hier beim Schrank, den wir hier haben, nach wie vor den Kleiderschrank mit Kleiderstange, wo man dann die Böden nach unten stapeln kann, beziehungsweise hängen kann oder eben, also die Klamotten hängen kann oder eben legen kann, wenn man nichts zum Hängen braucht. Dann haben wir hier auch wieder unseren Kompressorkühlschrank. So, jetzt haben wir hier den Kühlschrank mal von innen gezeigt. Gefrierfach, klar, alles was man dazu braucht. Zack, einfach zumachen, aufmachen. Dann haben wir hier natürlich auch die Sicherung drin, dass er während der Fahrt nicht aufgeht. Das ist dieser Sicherungsbügel. Richtig tolle Geschichte. Auch das passt super dazu. Das ist auch eine geile Sache. Und ja, so schaut er dann von hinten aus. Wie gesagt, hier haben wir die Auflegebolster, hier haben wir eine kleine Mulde drin. Das ist auch ganz schick, dass man besser rein kann. Dann haben wir das Badezimmer. Auch das ist relativ alt geblieben. Hat sich nicht viel verändert. Schaut genauso gleich aus. Die gleiche Nasszelle. Alles bleibt da sehr identisch. So. Jo, dann haben wir natürlich hier auch nach wie vor unsere Anzeigen, Wechselrichter, Fußbodenheizung und so weiter, was man alles nicht hat. Da oben auch wieder das Fach und den ausziehbaren Tisch. Das ist alles gleich. Da ändert sich nicht viel, nur dass man halt wirklich hier vorne ein bisschen mehr. Hier vorne hat man ja gefühlt 3-4 cm weniger Platz, aber nach hinten haben wir dafür diese Längsbetten. Und jetzt richten wir uns mal schön her und da werde ich dann nochmal ein zweites Video draus machen und werde euch den dann dementsprechend näher bringen, intensiver. Weil so Kleinigkeiten wie hier zum Beispiel, die Blende hat sich auch verändert, das schaut ein bisschen schöner aus, finde ich, haben es toll gemacht und ja, tolle Sache das Auto. Jo, in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Das war jetzt nur ein kurzes Erneuerungsvideo, was es neu bei uns gibt. Die ausgiebige Roomtour, wie gesagt, die machen wir, wenn er in der Halle steht. Da gehen wir auch mal richtig drum rum, zeigen wir alles, was er hat. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag aus Dinkelsbühl. Bleibt alle gesund und ja, über ein Like freue ich mich natürlich und auch natürlich über ein Abonnement. Ich habe es heute nicht so mit der Sprache. Ich merke schon, alles ein wenig aufregend gerade heute. Ziemlich viel zu tun. Und ja, in dem Sinn, bleibt gesund. Alles Gute. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.